Check. Yo Leute, da bin ich auch schon wieder, der Alex von Gregory Gaming und herzlich willkommen zurück zu Oblivion, die Arena. Ja, letztes Mal haben wir den Rotwadon und die Panzerwespe fertig gemacht und ja, ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter und gucken mal, was uns der ja, rote Herr noch alles zu bieten hat, was er uns entgegenwirft. Sobald ihr dem nächsten Trottel den Bauch aufgeschlitzt habt, schmiert ihr sein Blut überall auf die Wand. Ja, du musst es ja lieben, wenn ich Leute ausweide. Der nächste ist ein Dunkelelf. Ich habe ihn noch nie kämpfen sehen, aber er trägt einen Bogen und auch ein Schwert. Also macht euch... Ja, dann sehen wir mal. Bogen und Schwert. Ja, dann nehme ich den Bogen auch als erstes mal in die Hand und sehe mal, was sich da machen lässt. Genug Pfeile habe ich noch. Ich glaube, ich habe noch circa 80 Pfeile. Ja, bisschen weniger, aber das sollte wohl alles machbar sein. Ja, er trägt einen Bogen auf dem Rücken. Ja, jetzt hör auf zu labern, mach das Tor runter, damit ich den roten Salon da unten noch ein bisschen färben kann. Das wünscht sich doch mein Typ da, der mir die ganze Zeit die Kämpfe organisiert. Boah, das ist voll total mies. Warum hat er denn jetzt da so einen richtig geilen Elfenbogen? Ja, komm. Willst du nicht deinen Dolch mal ziehen? Oh, ne. Zieht ja gleich so ein Schwert. Okay. Das Spiel können wir auch spielen. Das Duell der Waldläufer jetzt. Ach, komm. Burn, Baby, burn! I'm working the sunshine, wow. Das passt doch jetzt, wenn er so brennt auf mich zurennt. I'm working the sunshine. Aber warum sehe ich das Blut denn bei mir? Wenn ich rauszoome, sehe ich das Blut, aber so nicht. Schade. Habe ich irgendwas falsch eingestellt, bestimmt. Warum willst du eigentlich nicht sterben, Dude? Das ist absolut kacke. Fall doch endlich um, Alter. Ja, den Schlag hat er geblockt. Und da liegt er im Dreck. Blöder Dunkelelf. So, Schwert weg. Klick. Und dann waschen wir uns mal wieder das Blut ab. Aber eine bessere Putzfrau könnten sie sich ja auch mal leisten. Das ist einfach hier... Bläh. Der Geruch muss ja jemanden schon fast ins Grab bringen. Gute Arbeit, Blutvergießer. Oder sollte ich Myrmidon sagen? Ja, stimmt. Ihr seid aufgestiegen. Ihr wisst, wie es geht. Mehr Blut, mehr Gold. Hier. Ja, das hört sich doch super an. Dann steigen wir gleich in den nächsten Kampf. Genug mit dem Quatsch. Erteilt ihr diesen Miststücken aus dem gelben Team jetzt mal endlich eine Lektion, oder was? Lasst euch von eurem nächsten Gegner nicht täuschen. Dieser unscheinbare Dolch ist eine mächtige, verzauberte Waffe, der Schimmerschlag. Und jetzt macht sie nieder. Okay, dann kämpfe ich jetzt gegen jemanden, der tatsächlich einen verzauberten Dolch hat. Aber auch das sollte für mich kein Problem werden, nehme ich an. Den rotze ich jetzt einfach ganz gemütlich mit meinem Bogen um und dann Arsch lecken. Seid willkommen in der Arena, bla bla bla, immer das gleiche Gelaber mit euch. Ja, komm, mach das Tor runter. Ich will ihn jetzt töten da hinten. Ja. So, hä, der hat ja nur einen durch. Wie dumm ist das denn? Was will er denn damit machen? Kein Schild, nur einen Dolch? Ey, das ist doch kein Kampf, das ist... Ja komm, das ist... Schauen wir mal. Oh.
Der Dolch macht doch ziemlich viel Schaden. Ich dachte jetzt, ich könnte ihn mit dem Hammer niederknüppeln, aber war doch nicht so die geilste Idee, die ich jemals hatte. Was ist der denn drauf? Ein Eiszauber, so wie es aussieht? Oh. Muss ich jetzt tatsächlich noch einen Heiltrank nehmen? Na gut. Heiltränke ausgegangen. Muss ich halt den Heilzauber benutzen. Und da liegt er im Dreck. Schimmerschlag, Klingschaden 2. Da muss aber ein ziemlich heftiger Zauber drauf gelegen haben. Für einen Anfang zumindest. So, dann wischen wir uns wieder das Blut hier unten ab. Blub, weg damit. Und ja, ich hoffe auch, die Kämpfe haben euch mal wieder gefallen. Und dann würde ich auch mal wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Der Alex von Gregory Gaming. Ciao.